Hallo Leute und herzlich willkommen zurück im LS22 in Elm Creek. Wir machen weiter bei unserem Let's Play. Ja, wie ihr seht, steht unser Klaas in der anderen Fahrtrichtung. Er steht nicht mehr am Silo und er hat auch keine Kartoffeln mehr hinten drin im Anhänger. Mittlerweile, um euch darüber zu informieren, starte ich jetzt diese Aufnahme das dritte Mal. Weil mit dem Baumenü an sich, klar, komme ich klar, aber man kann danach die Landschaft nicht mehr so richtig schön anpassen. Ich habe jetzt zweimal den Kuhstall gebaut, womit wir auch jetzt gleich wieder anfangen werden. Den Kuhstall bauen, werden aber vorher entsprechend das Grundstück anpassen. Ich habe jedes Mal so einen riesigen Versatz hier drin, dass es einfach nicht mehr anzuebenen geht. Und man sieht ja selber, was das hier, ne, was das für ein Abfall ist von dem Berg. Deswegen würde ich sagen, wir ziehen uns das einfach mal ein bisschen gerade. Und danach setzen wir den Kuhstall nochmal neu. Was haben wir denn hier? Bodenanpassung. Das ist Bodenanpassung richtig. Betten. Was hat er jetzt gemacht? Ja, Cornish hat er gemacht, ja. Was bitte ist denn das? So schön ist das auch nicht mehr mit dem Licht. Also das Bodenanpassung. Vielleicht muss ich das jetzt anheben. Komisch, das Geld zählt runter. Lasst mich noch mal so schauen. Okay, da macht hier eine Plattform draus. Ja, das, damit können wir leben. Das mache ich so weiter. Damit das schön gerade wird. Weil, wie gesagt, ich habe hier gerade zweimal das Theater durch. Mal das so. Der Seite noch mal anpassen. So passiert hier nichts. So, naja, also es scheint zu klappen. Dann erstmal schön weiter planieren, ne? Dann machen wir da hinten noch einen kleinen vernünftigen Übergang. Und dann wird das sicherlich irgendwann mal schick aussehen. Ist halt, wenn man jetzt so ein blödes Grundstück hat, hier direkt an der am Map-Ende und ich sage mal jetzt so direkt am Hang. Na? So.
Das machen wir hier genauso. Den anpassen, jawohl. Guck mal, man sieht es ja, ne? Lass uns mal schauen. Klar, das sieht aus wie eine Kuhle hier, aber was soll ich machen? Es ist... Es nützt ja nichts. Auch mal hier. Ebenfalls nochmal. Hier ist es ein bisschen höher, ne? Ich würde einfach mal probieren. Auf gut Glück. Den Kuhstall hierher zu bauen. So wie ich ihn die ganze Zeit bauen wollte. Leute, ne? Also ich wollte ihn die ganze Zeit so rumstellen. So war der Gedanke. Hm, passt noch nicht. Also wenn wir das noch ein bisschen erweitern müssen. Die Geschichte. Baum kriege ich nicht weg, war ne. Was jetzt noch mal? Hier würde es jetzt hinpassen. Kollision mit Spieler. Dann hau mal ab hier. So. Und dann setzen wir das ganze Geschoss jetzt mal hin. Wollt mal Tiere. Ich würde es jetzt eigentlich schon so hier hinstellen wollen. Und jetzt bin ich ja gespannt, wie es jetzt aussieht, Leute. Ja. Sieht schon mal nicht so schlecht aus. Jawohl, ich glaube, jetzt haben wir es hier so einigermaßen schön gerade. Ja, super. So machen wir das. Entschuldigt bitte, aber ja. Was soll ich tun? Ne? Wir wollen es ja auch vernünftig haben. Also würde ich jetzt sagen, pass mal jetzt das Grundstück ein bisschen an, soweit wie es noch geht, dass wir diese schrägen Kanten und so wechseln dann, ne? Landschaftsbau, was ist denn das? Dann ist das dieses Glätten. Eben senken. Ne, nicht sowas müsste das dann sein. Genau. Jetzt sieht man ja, ne, dass das hier... So, ist das nicht ganz so ein extremer Übergang?
Wir wollen sie auch schließlich ein bisschen schick haben. Gut, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Gefällt mir schon bedeutend besser als vorher. Muss man echt mal sagen. Das ist ein ganzes Ende, was hier runtergeholt wird, ne? Man sieht's ja. Ah, es geht jetzt natürlich jede Menge Geld drauf, ne? Aber wie gesagt, ich hätte gern von Anfang an vernünftig. Dann gebe ich lieber jetzt das Geld aus. Notfalls müssen wir uns einen Kredit nehmen. Das können wir dann nun mal nicht ändern. Auch wenn ich erst anderer Meinung war, aber ich sag mal so, ich würde mich ärgern, wenn ich das jetzt nicht gleich schick mache und wir fangen später nochmal an. Da. Da drehen wir uns noch mal eine Runde. Wie es dann natürlich gleich aussehen wird, werden wir sehen, wenn ich runtergehe. Ob wir da noch was machen müssen, keine Ahnung, kann man gleich sehen. Das wird sich gleich zeigen. Hier aus. Wird schon wieder eine Baufolge, wa? Leute, tut mir leid. Aber ich denke, ihr seht das genauso wie ich, dass das von Anfang an ordentlich gemacht werden muss. So, ich würde sagen. Ach nee, ja, ist ja auch noch, entschuldigt. Hier ist ja auch noch. Nun lasst uns mal schauen. Oh, das ist in Ordnung. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, klar, man sieht das hier schon enorm, aber ja, dann ist es so. Nein? Okay. Haben wir. Lasst uns mal reinschauen. Und hier mal reinschauen.
Big Check. Na? Wenn wir wirklich später noch was anpassen müssen, dann. Okay, hier kommt die Milch. Dann können wir das immer noch mal machen. Hier geht es nirgendwo rein, okay. Oh ja. Gefällt mir gut. Lasst uns mal schauen, wollen wir uns die Tiere liefern lassen. Hier sind die Tier, das Tiermenü. So. Holsteiner. Wir liefern dir Milch und können. Umso älter die sind, umso besser geben sie doch Milch, ne? Zehn Kühe, 20 Kühe, 20 von 45, würde ich sagen, die nehmen wir rein. Haben wir. Jetzt die 465 zu bedeuten. Verkaufen, oder was? Ich weiß es nie. Da sind sie. Na, ihr Hübschen? Oh, ihr seht aber schön aus. Na komm, jo. Komm mal. Fein. Fein, fein. Lass uns mal ins Menü schauen, was bei den Tieren ist. Okay. Zustand, Gülle, klar. Gesamt, also Mischration. Heu und Gras. Tiere brauchen immer Wasser. Wo denn? Ställe haben eine eingebaute Wasserversorgung. Meint die Tiere legen zusätzlich auch noch Stroh. Füttere die Tiere mit einem der folgenden Futtermittel. Mischration. Wo bekomme ich die Mischration jetzt her? Leute. Und Wasser. Wo soll ich Wasser, bitteschön? Ist doch hier nicht mit Wasser. Hier wird die Milch abgeholt. Das ist eine Fehlinformation mit dem Wasser. Nee, jetzt nicht. Gülle raus, das ist klar. Joa. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie wir jetzt hier nach und nach was reinbekommen, wa? Also wir haben ja gelernt, die benötigt, oder können wir vielleicht kurz was im Shop schon mal kaufen. Silage, Rundballen. Was haben wir denn hier so? Gab es nicht irgendwo Futter? Das ist ein Mineralfutter. Ja, das Bestand hat der Tom. Zugefügt werden, um deine Kühe zu füttern. Als Bestandteil. Okay. Das würde bedeuten, ich kann erstmal so eine Palette kaufen. Was haben wir hier? Auch Dünger, Dünger, Dünger. Biliermittel ist klar. Wenn wir Mineralfutter kaufen. So verstehe ich das jetzt. Und kann dann das den Kühen füttern. Ich
Wir probieren es einfach mal. Wie gesagt, man lernt ja daraus. Ne? Ich schaue mir mal an, ob ich das mit der Hand verladen kann am Shop oder ob ich da einen Stapler benötige. Bin mal kurz hierher gesprungen. Wie ist das hier? Wie schwer. Okay, also müssen wir das mit einem Frontlader verladen. Das bedeutet, wir haben ja bei uns in der Garage den Klaas. Kann ich mir jetzt hier irgendwie Anbauteile anzeigen lassen? Nee. Gut. Man, hier ging das nicht irgendwie. Ihre. Ich vermute, ich habe ja bestimmt wieder Mist gemacht. Aber egal, wir brauchen für den Traktor einen Frontladeranbau. Klar ist, den nehmen wir. Kaufen. Da brauche ich mal jetzt eine Palettengabel. Also den entsprechenden Frontlader-Werkzeuge. Und dann nehmen wir eine Palettengabel. Würde ich jetzt sagen. Ja, also die hier. Auch noch mal kaufen, jawohl. Also würde ich sagen, wir springen mal in unseren Traktor. Und dann fahren wir mit dem ganzen Geschoss mal Richtung Händler. Holen den Frontlader ab. Ob wir leidlich gucken wollen. Richtung Frontlader. Den holen wir ab und holen die Palettengabel. Und transportieren wir mit der Palettengabel dann jetzt mal die Palette mit diesem Futter dort oder was auch immer das ist. Oder Zusatz zum PMR. Müssen wir mal sehen, was das ist. Vielleicht mache ich auch jetzt Mist. Wir werden es sehen. Aber es wird nicht schaden, weil irgendwann, also wenn wir es jetzt nicht verwenden können, TMR wollen wir ja irgendwann herstellen. Ich denke mal, wenn wir es, dann brauchen wir spätestens dann. Ja. Ihr seht selber, also so schnell sind wieder, ist die Serie wieder fast um und wir haben nur uns beschäftigt mit dem Stellen, des Kuhstalls, ne? Also tja, wegen dieser Landschaftsanpassung. Wie gesagt, ich habe da dreimal probiert, also jetzt das dritte Mal. Das dachte ich mir, jetzt ist Schluss. Jetzt tust du erst den Boden anpassen und dann draufstellen. Hat ja Gott sei Dank geklappt. Ist nicht schön, aber selten. Und ja. Gott sei Dank auch. Beim ersten Mal hatte ich zu nah an der Straße. Da ging gar nichts mehr. Beim anderen Mal ist es gecrasht, weil ich zu nah am Map-Ende hatte. Und ja, was soll ich sagen? Deswegen kam auch gestern dann keine Folge. Weil ich einfach die Zeit nicht hatte dazu dann mehr. Ihr wisst ja selber, ich war ja dann live. Bin ich jetzt so zeitig abgebogen? Hat da nie aufgepasst.
Oder doch? Und richtig. Mensch. So, da sind wir schon. Rucki-zucki. Oh, das passt schon mal, das ist schon mal sehr gut. Super. So, Leute. So schnell geht's. Aufgeladen. Muss nur noch so weit sein, dass es nicht umsonst war. Ja. Dann schauen wir mal, dann werden wir vielleicht noch einen Strohballen uns gleich holen. Und dann mal schauen, was wir noch so benötigen. Aber mit dem Wasser, ihr habt selber gesehen, da ist nicht angegeben. Wüsste ich nicht, wo ich Wasser hinfüllen soll. Im Werkzeug sollte es ja nicht scheitern. Oder am Gerät, sag ich mal, wir haben ja den Anhänger, den Silo-Anhänger, wo wir Wasser einfüllen könnten, aber wüsste nicht, auf welchem Trigger das kommen soll. Na, wir schauen mal. Wir füllen das nach und nach auf und dann können wir sagen, wir sind Besitzer von 20 Kühen. Sind jetzt ein Kuhbauer sozusagen. Bin ich ein Kuhjunge? Jetzt und ich würde jetzt einfach mal das probieren einzustellen, oder? Ich denke mal, drin wird das Stroh hinkommen. Außen hinzustellen. Den Trigger, mal schauen, was passiert. Ob er das einzieht oder nicht. Dann können wir hoffentlich irgendwann dann Milch verkaufen. Haben wir eine Einnahmequelle neben den Gewächshäusern. Ach so, Leute, bei den Gewächshäusern, genau das wollte ich euch noch mitteilen. Jeder, der das verfolgt hat bei mir, der weiß ja, dass ich auf der Franzosen-Map, ja, im Online, also im Stream-Spiel, Erdbeeren, Tomaten und Salat gemacht habe. Und jeder weiß, was das mit den Paletten hin und her stapeln, was das doch für ein Aufwand war. Ich würde das dann gleich noch umstellen und hier ebenfalls nur mit runter machen die Ecke, nur Salat anfertigen lassen oder wachsen lassen, anfertigen lassen, klingt schon wieder blöd, ne? Wenn wir gleich mal umstellen. Weil der Salat bringt genauso viel Geld oder Salat bringt schon mehr Geld, wächst aber langsamer. Und dadurch müssen wir aber auch weniger fahren. Ja? Okay. Was mache ich jetzt damit? Auf jeden Fall haben wir gesagt, wir wollten die Ecke. Hier, die wollten wir noch runterziehen.
Wo müssen wir die runterziehen? Wieder den Eingang hier. Nö. Den müssen wir nicht runterziehen. Das lassen wir so. Das lassen wir so. Also wie gesagt, hier rechts vermute ich, kommt die Gülle raus. Hier werden die Tiere gekauft. Und da kommt die Milch raus. Also bleibt es ja bloß dabei, hier anzuliefern. Mineralfutter wird hier nicht angenommen. Warum nicht? Was mache ich dann damit? Hab's mir fast gedacht. Leute. Was denn nun? Den verkaufen wir gleich mal einen Ballen Stroh. Rundballen, Quaderballen, wa? Wie viel Kilo sind das? 430 Kilo. 420 Kilo. Dann nehmen wir schon so einen Strohballen. Den kaufen wir uns. Brauchen wir denn noch bei unseren Tierchen? Die Milch wird gebracht. Produktivität ist klar. Gülle wird erzeugt. Heu und Gras. Und immer noch. Ebenfalls gleich mal einen Heuballen. Auch noch dazu nehmen. Dann fahren wir noch mal eine Runde zum Händler und holen uns na hängt denn die Palette schon wieder da, ist doch schwer. So, aber wie gesagt, das Abholen, das machen wir in der nächsten Folge. Leute, ja, tut mir leid, dass das jetzt hier schon wieder so lange gedauert hat und dass wir jetzt hier so eine Baufolge hatten. Aber ich denke mal, das kann sich doch sehen lassen, oder, Leute? Ist doch jetzt eine schöne Kuhweide geworden. Boah, klar. Ich denke. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wie gesagt, entschuldigt bitte wieder, aber ich musste das jetzt einfach mal weiter offen, dass ihr seht, was ich für Probleme habe. Nicht, dass ihr denkt, der erzählt immer viel und zeigt uns nichts. Also, ich komme mit der Landschaft hier, mit dem Bauen und so kaum zurecht. Ich musste jetzt erst da anpassen und dann erst hinsetzen. Wie gesagt, im dritten Versuch hat es endlich geklappt. Wie gesagt, schönen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich. Ich wünsche euch einen schönen Abend und beim nächsten Mal dann mal vorab gesagt, werden wir dann erstmal die beiden Heuballen, also den Heuballen und den Strohballen holen, dann kümmern wir uns um die Kühe weiter. Und dann schauen wir mal. Wasser wird nicht benötigt, das ist glaube ich ein Fehler, was dort steht. Alles klar, wie gesagt, einen schönen Abend und ich sage bis bald, euer Atze Grünkohl.